Aha. Boah, geil, Kellyx. Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Special hier auf unserem Kanal am 31.10.2014. Im Verlauf des heutigen Tages kommen drei Horrorspiele zusätzlich zu dem einen Minecraft-Video auf unserem Kanal. Vielleicht werden sogar noch mehr Minecraft-Videos, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall kommen drei Horror-Videos. Und zuerst fangen wir an mit One Late Night heute Morgen. Das kommt einfach, damit ihr euch auch an Halloween ein bisschen gruseln könnt. Und ja, wir fangen an mit One Late Night. Und da starten wir jetzt einfach mal ein neues Spiel. Okay. Linda. Received. 22:45 Uhr. Okay, I see you soon. Sent 23:59 Uhr. Hey, sorry, but I will be later than expected. Not sure when, but I will call you at when I am at home. Also, er hat gesagt, es wird später. Er weiß nicht wann, aber er wird sie anrufen, wenn er zu Hause ist. Und das Spiel handelt darum, dass ein Designer Überstunden macht. Achso, wir gucken nach, ob der Kaffee fertig ist. Dass ein Designer Überstunden macht. Und dann komische Sachen in seinem Büro passieren. Und ja, er steht auf und geht einfach. How to play. Press F1 to show this note. Interact. Interact LMB. What the fuck? Das ist mega, mega scheiße eigentlich. Okay. Alter, das ist ein Drucker, oder? Hier kann ich what the fuck? Okay, so setze ich mich auf den Stuhl. Und mit Space stehe ich auf, also mit der Taste stehe ich auf, okay. Eine Android-Figur. Ja. Okay. Er hatte eine Notiz irgendwo, ja. Wie komme ich hier wieder raus jetzt? So, okay. Da, das sieht nach einer Notiz aus. Naja, aber da kann ich leider nicht hin. Telefon. Okay, ne, hier sind nicht so viele Notes für ein Passwort. Okay. Dann öffnen wir mal diese Tür. Und gucken, ob der Kaffee fertig ist. Okay, Roberts Büro. Ja. Ich frage mich, wo er hingegangen ist. One day is here and suddenly just managed to stop coming to work. Eines Tages, einmal ist er hier und dann wurde er unsichtbar und hat aufgehört zur Arbeit zu kommen. Komischer Typ auf jeden Fall, der Robert. Das ist der Kopierer, der die ganze Zeit solche Scheißgeräusche macht. Okay. WordPress for Dummies. 3D Game Development with Unity. Oh, er programmiert Spiele. Entwickelt. Was steht da? 3D. Game. Ja. 3D Spiel. Entwicklung. Wow. Magie. Ah, da gibt's Kaffee. I better get back to work. Alles klar. Der hat eine wunderschöne Hand, muss ich sagen, Leute, oder? Wie findet ihr die schöne Hand? Ich finde sie wunderbar anziehend. Okay. Back to work. Lol. Ich würde sagen,
Das ist nicht cool. Ich würde gerne die Tür zumachen. Okay. Jetzt hör doch auf, dass dein Herz so pumpt, ey, ohne Witz. Ich kenne sein Passwort nicht. Was steht da? Was steht da? Ach, scheiß Stuhl, ey. Okay. Warum hast du jetzt einen Kugelschreiber in der Hand? In deiner so wunderschönen Hand. Alter. Warum ist die Tür da hinten aufgegangen? Hör auf mit dem Kugelschreiber, es macht mich nervös. Alter. Hallo? Hallo? Hallo, ey. Hier ist niemand. Die Tür ist einfach so aufgegangen. Okay. Boah, Alter, ich merke schon wieder, wie mein Kopf zu weit runter für die Facecam geht. Das schaffe ich immer wieder. Vor allem ist die Facecam da rechts oben bei mir. Das heißt, ich sehe mich. Was gibt es hier? Boah. Warum? Okay, hier steht nicht irgendwie ICU. Ich kann also über Stühle laufen, gut zu wissen. Okay. Ich meine, warum nicht? Alter, mein Herzschlag wurde gerade irgendwie schneller. Also nicht jetzt von mir, sondern von mir in-game hier. Was liest er denn so? PC World, Linux, Audi, also Aoli, nicht Audi. Auf jeden Fall viele Büros hat er hier für zwei Mitarbeiter im Moment, die wir kennen. Hallo. Hier gibt es auch nichts Besonderes. Okay. Dann halt nicht. Die ist zu. Die ist auch zu. Ich muss sagen, ich würde schon gerne rein. Eigentlich wollte ich das ja so machen, dass die Facecam, dass ich die mit einem Bluescreen oder mit einem Greenscreen halt mache. Das Problem ist, ich habe meine blaue Decke nicht gefunden, die ich sonst in den Hintergrund gepackt hätte. I've done some research at the recording of it should. Turns out she was my great great grandmother. I don't know what she wants, but I do know that she has done some really bad things during her life. Erinnere dich dran, das Licht ist ihre Schwäche. Picked up Printout. Okay. Wir haben das mal mitgenommen, das ausgedruckte hier. Und das Licht ist ihre Schwäche. Nee, der Raum ist ein bisschen dunkel. Up.com. Einfallsreicher Name. Muss man sagen. Also da haben die sich viel bei gedacht, bei dem Namen.
Ich weiß aber gar nicht, was mein Ziel ist hier. Oh fuck. Hallo. Okay, hier geht's nichts. Gut. Dann schließen wir die Tür. Ja, falls ihr es merkt, ich bin krass erkältet. Während ich das hier aufnehme. Echt krass erkältet man nicht damit. Ich möchte gerne diese Türen hier zu haben. Es geht alle. Okay, hier ist keine Tür drin. Okay. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwas passiert. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich in dem Spiel machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade einfach eingegeben, kostenlose Horrorspiele. Bin auf Computerbild gegangen und habe mir das hier mal gedownloadet. Kann ich mir auch irgendwie ducken? Nee. Lol. Und ja, deswegen, ich weiß auch gar nicht, was ich hier wirklich machen soll in dem Spiel. So. I see you, ja. Ich sehe dich doch auch. M B L. Okay, so verstecke ich mich. Und jetzt verstecken wir uns hier. Toll. Okay. Ja. Das hat's gebracht. So. Okay, wir arbeiten mal wieder. Ah, guck mal. Username is me. Login attempt for me und Echelon. Oh. Login attempt for me. Ja. Und jetzt, was können wir jetzt machen? Hallo. Unknown comment. Hallo. Okay. Tschüss. Gute Nacht. Keine Ahnung, was wir jetzt hier mitmachen können. Ich weiß es doch nicht. So, was ist das? Ein Old Vintage Radio. Ja, geil. Okay, damit können wir nichts machen. Mit dem Telefon können wir anscheinend auch nichts machen. Okay. Ist ja. Nee, jetzt verstecke ich mich schon wieder. Hab doch gar keine Angst. Lass mich mal hier durch. Bücher. Alter. Einfach weil die Animation, weil der Sound viel zu spät abgespielt wird, erschrecke ich mich teilweise darüber. Guten Morgen. Wir sind auf jeden Fall hart am Arbeiten gerade. Okay, Leute, die Videos sollen alle so um die 20 Minuten lang werden. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Sagt mir zumindest Outer City. Und Outer City lügt nicht, Freunde. Und deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob hier noch irgendwas Gruseliges passiert. Weil bisher
war das jetzt nicht so gruselig, muss ich sagen. I've had enough Kaffee for now. Ja, weißt du, aber essen kann ich nichts, oder was? Das ist ja typisch. Hallo. Cool, dass sie hier so viele leere Schubladen haben. Ich würde mir auch immer neue Schubladen kaufen und die einfach leer lassen. Komm, geh zu jetzt. Boah, geil, Müll. Erstmal drin wühlen. Wisst ihr? Grovra. Und natürlich hier grauer Lady Grautee. Aha. Boah, geil. Kellöx. Zucaritas. Oh, geilo, geilo. Was es hier alles gibt. Das hier wunderbar. Dass die hier Kellöx haben. Fällt auch überhaupt nicht auf, welche Marke das eigentlich sein soll, oder? Geh zu. Hey Leute, tut mir voll leid, dass ich nicht weiß, was ich in diesem Horrorspiel machen soll. Aber erschrecken tue ich mich nun auch nicht wirklich. Weil es passiert einfach gar nichts. Oh! Picked up Robert's Key. Ja, perfekt. Okay. Okay. Kann man auch rennen? Nee. Doch, kann man wohl. Boah, der kann schnell rennen. So. Hallo. Ja. Was? Devil in. Robert sure had some demons. Who is he talking about? So, das war schon besser. Ein bisschen Licht angemacht. Mie. Oh. Schade, Leute, schade. Boah, ich bin so erkältet, das ist so schlimm mit mir. Okay. Ich meine, hab ich ge Oh fuck, Leute. Ansage hier. Ich erschrecke mich sowieso nicht, ja. Warum soll... What the fuck? Torben, du hast dich erschrocken, weil ein Stuhl durch dein Bild fliegt. Boah, Leute, geh zu Tür. Jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mir fehlt hier so eine kleine Anleitung. Skip Messages.
Leave Chair. Quit. Short Sprint. Hiding. Ja, ja. Ja, super, aber keine Anleitung, was ich tun soll. Ich bin doch vollkommen überfordert hier. Soll ich nochmal in der Toilette suchen gehen? Bestimmt soll ich nochmal in der Toilette suchen gehen. Diesmal in der. Nein, diesmal soll ich nicht in der Toilette suchen gehen. Nochmal in der Toilette? Nö. Kann er jetzt mal aufhören mit seinem Kugelschreiber? Der nervt mich langsam ja echt. Ja, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ach, vielleicht finde ich in Roberts Zimmer ja noch irgendeinen Schlüssel oder so. Da habe ich noch nicht genauer nachgeguckt. Vielleicht ist das ja so, hm? Wer weiß? Wer weiß das schon? Warum ist die Schublade zu? Okay, nee, Leute, echt nicht. She has done very bad things. Robert. Ja, die wird mir immer sympathischer, die Liebe. Okay, machen wir. Also, das Video ist eigentlich jetzt schon 21 Minuten lang. Ich weiß auch gar nicht, ob hier halt noch irgendwas passiert. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll, kommen wir natürlich auch nicht so weiter voran. Und das Spiel macht halt nichts mehr. Boah. Oh, Leute. Jetzt passiert was, ich sag's euch. Hallo. Okay. Okay. Gut. Ja, okay, das, aber es ging, okay. Es war nicht so der mega Schreck. Ich kann euch ja am Ende des Tages so eine kleine Empfehlung geben, wenn ihr noch irgendwas so um 0 Uhr Horror spielen wollt, da könnt ihr das dritte Video zu Ende gucken. Da werde ich sagen, welches von den drei Spielen, die wir heute spielen werden, mir dann am besten gefallen hat. Und ja, da ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich noch machen soll hier, würde ich mal sagen, ja, beende ich die Folge hier unter meinem Tisch. Es waren ein paar kleine Schreckmomente dabei, aber es war nichts wirklich so Krasses. Aber es soll ja auch nur so ein kleines Halloween-Special sein und nichts wirklich Tolles. Ich habe ja auch nicht viel von dem Spiel erwartet, muss ich sagen. Und deswegen wünsche ich euch Happy Halloween, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch so seid, dass ihr rausgeht und euch Süßigkeiten holt, wünsche ich euch natürlich super viel Spaß dabei. Viele gehen ja auch in den Moviepark, aber da war ich letztes Jahr, fand ich ehrlich gesagt nicht gruselig. Also das wird ja immer so hoch angepriesen, aber es ist gar nicht so schlimm. Und ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Halloween-Fest und wir sehen uns dann heute Mittag wieder. Und ja, haut da rein und ciao.